Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich war eigentlich dankbar über diese Aktuelle Stunde, weil sie die Möglichkeit gegeben hätte, verloren gegangenes Vertrauen in Demokratie und Exekutive wiederherzustellen. Das wäre heute hier die Gelegenheit gewesen. Das Mindeste, was ich mir erwartet hätte, wäre bei allen Vorrednern, die vor mir kamen, den Ausdruck, dass der Bedarf besteht, lückenlos aufzuklären, was mit dieser Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern los ist, und zu zeigen, dass Fehlverhalten in der Politik nicht konsequenzenlos bleibt. Und das habe ich bei einigen Rednern bis jetzt schmerzlich vermisst. Ich bin froh, dass es in Mecklenburg-Vorpommern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, der all das aufklärt rund um diese Stiftung. Denn wir wissen ja nicht erst seit heute, dass bei der Erstellung der Stiftung nicht nur Staatskanzlei, Finanzministerium dabei gewesen sind, sondern auch, dass man aus Russland den Stift gehalten hat. Und das muss uns zu denken geben, und das muss Konsequenzen haben. Dieser Konstrukt der Stiftung, dass der falsch ist, zeigt ja nicht nur die Vorgänge rund um die Steuer, die jetzt da sind. Denn wer glaubt denn ernsthaft, dass 20 Millionen von Gazprom überwiesen worden sind an diese Stiftung, um Seegraswiesen in der Ostsee zu errichten? Wer glaubt das denn ernsthaft? Das glaubt doch kein Mensch. Hätten die das vorgehabt, hätte es ja Möglichkeiten gegeben. Bei Nord Stream 1 gab es nämlich schon eine Stiftung, da sitzen sogar Umweltverbände mit im Vorstand drin. Die hätten es bestimmt besser gemacht. Mit 10 Millionen damals von Nord Stream 1 in die Wege geleitet, diese Stiftung. Die wäre doch da gewesen. Die Möglichkeit hätte also bestanden. Das also kann der Grund nicht gewesen sein. Welche Erwartungshaltung hat man also an diese 20 Millionen geknüpft? Welche politische Erwartungshaltung an die Landesregierung waren damit verknüpft? Das ist das, was es zu klären gibt, und das ist das, was es zu bewerten gibt. Und es gibt ja noch viel mehr um diese Stiftung, was lustig erscheint, aber vielen politisch Handelnden eigentlich ihre Doppelmoral vor Augen führt. Fangen wir mal damit an, dass 80 Firmen für 165 Millionen Euro Aufträge erhalten haben von dieser Stiftung. Vorbei an jedem Vergaberecht. Bei einer Landesregierung, die gerade ein Tariftreue- und Vergaberecht in Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen will, mit höchsten moralischen Ansprüchen, höchsten sozialen Ansprüchen, die gründet eine Stiftung, wo sie an jedem Vergaberecht vorbei 165 Millionen Aufträge verteilt. Diese Doppelmoral ist doch offensichtlich und noch gar nicht zur Sprache gekommen. Wenn ich den nächsten Punkt aufmache, der sollte uns im Bundestag schon zu denken geben. Ein kleines Bundesland, Mainz in Mecklenburg-Vorpommern, hat nämlich über Jahre hinweg neben Außenpolitik betrieben. Und das würde ich mal meinen, in Angesichts der Tatsachen, die uns heute vorliegen, ohne jede Kompetenz. Da ist Außenpolitik gemacht worden, auch ohne jedwige Kompetenz einzuschätzen, welche Sicherheitsrelevanz das eigentlich haben kann. Und ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Sellering-Reis 2014 zu einer Wirtschaftsreise nach Russland und lässt sich nach der Krim-Annexion noch auf einem Empfang zu Ehren von Gerhard Schröder von Nord Stream blicken. 2016 auf dem zweiten Russlandtag stellt er sich hin und sagt, die Sanktionen gegen Russland müssen abgeschafft werden, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Die Gäste des Russlandtages haben übrigens bis zum Schluss, sind die keiner Sicherheitskontrolle unterworfen worden. Das gab es überhaupt nicht. Und wenn ich heute sage, es braucht wahrscheinlich sogar mehr als den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, es braucht wahrscheinlich sogar einen Sonderermittler, der aufklärt, dann mahne ich jetzt schon, nicht, dass die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern darauf kommt, wir machen es wie in Hamburg und nehmen einen sozialdemokratischen Genossen mit Russland-Vergangenheit, wo der Verfassungsschutz davor warnt, dieser Sonderermittler sollte besonders neutral da sein. Das Abhängigkeitsverhältnis der Landesregierung zu Russland ist doch mehr als offenbar. Und jetzt die Vorwürfe rund um die Stiftung der letzten Tage. 2022 im April der Finanzminister, und jetzt reden wir über Steuergeheimnis, die Justizministerin, wissen wir, die hat seit Mai 2022 Kenntnis davon gehabt. Die ist nun wirklich an Steuergeheimnis nicht gebunden gewesen. Unabhängig davon, dass heute die Pressemitteilung der Stiftung uns ja sagt, dass im Mai schon das Steuergeheimnis aufgehoben worden ist und jeder die Möglichkeit gehabt hätte. Wo ist denn hier das Fingerspitzengefühl einer Landesregierung, die hätte erkennen müssen bei der öffentlichen Debatte rund um die Stiftung, dass es notwendig gewesen wäre, die Öffentlichkeit herzustellen, zumindest dem Parlament Bescheid zu sagen, was mit den Steuerakten geschehen ist. Wo sind denn die Steuernummern eigentlich der beiden Vorgänge? Es sind ja zwei Einzahlungen gewesen. Wo ist zumindest mal eine Ablage, eine Nummer eines Vorgangs in einem Finanzamt? Warum wird nicht besprochen, dass das nicht nur in Rostock eingegangen ist, sondern auch 6 Monate später und das Gesetz was ganz anderes vorgibt? Warum ist denn bis jetzt noch nicht gesprochen worden, dass hier bei diesen Landessteuern, bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer ganz offensichtlich auch im Verfahren schon einiges im Argen liegt? Ich meine, sowohl die Nebenaußenpolitik der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern sollte uns nicht nur zu denken geben, sondern zeigen, dass es diesem kleinen Bundesland nicht gelungen ist. Die Vorgänge rund um die Stiftung zeigen, dass Demokratie
das Vertrauen in Demokratie verloren gegangen ist. Das müssen wir mühevoll wieder aufgeben. Und jeder ist jetzt gefragt, mit seinen auch politischen Konsequenzen dazu beizutragen, dass zusätzlich zum verloren gegangenen Vertrauen in die Politik, in die Demokratie, auch das Vertrauen in unsere Institutionen wieder vorherrscht. Es kann nicht sein, dass bei den Bürgern der Eindruck erweckt wird, dass in einem Finanzamt ganz offensichtlich manche eine andere Rolle spielen als jeder normale Bürger. Ich übrigens bin beim Finanzamt Ribnitz-Damgarten, auch mit meiner Firma, habe mich da bis jetzt immer gut behandelt gefühlt und habe nie festgestellt, dass nach Nase da behandelt wird. Also, es gibt nur eine Sonderermittlung. Die Redezeit war vorbei gewesen, als Sie Ihre persönlichen Outings hier. Genau. Entschuldige mich recht herzlich und wünsche der SPD eine gute Aufklärung. Philipp Amthor hat das Wort für die CDU-CSU.